Warum reden wir genau jetzt über die Rente? Ja, das frage ich mich jeden Tag. Wir hätten viel früher anfangen müssen, über die Rente zu reden. Das demografische Problem ist ja nicht neu, das haben wir schon lange. Und wir wussten, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo wir zu wenig Junge haben, die die geburtenstarken Jahrgänge in ihrer Rente finanzieren. Und diese geburtenstarken Jahrgänge leben auch noch länger im Durchschnitt. So, und vielleicht hätten wir damals nicht auf Adenauer hören müssen, der gesagt hat, ah ja, Kinder kriegen die Leute immer, sondern wären schon früher in die Kapitaldeckung gegangen. Dann hätten wir heute ein geringeres Problem.